habe mich dazu entschlossen, mutig zu sein. Habe meine Wohnung aufgelöst, habe mir dieses schöne Gefährt zugelegt und bin seitdem, seit 2,5 Jahren unterwegs. Sich auf ein Minimum zu reduzieren. Was gibt uns das? Die Beschränkung auf das Zeichnen einer Linie macht es mir möglich, mich auf das Wesentliche in meiner Arbeit zu konzentrieren. Unsere Wohnung war voller. Wir hatten einfach mehr Dinge. Unsere Musik war voller. Zum Beispiel Kleidung, ja, habe ich mich quasi auf eine Art von verabschiedet. So, die Klamotten, die ich habe, sind gefunden. Reicher durch Verzicht, mehr durch weniger. Wie macht man das? Eine der großartigsten Lektionen des Lebens für mich war zu lernen, wie man Nein sagt. Was gibt es uns weniger zu besitzen, uns zu beschränken, ein minimalistisches Leben zu führen? So wie es eine wachsende Gruppe von Menschen gerade tut, auch viele Künstlerinnen und Künstler. Ich brauche nicht viel, um glücklich zu sein. Und das ist genau das Gleiche auch mit der Kunst. Also ich brauche nicht viel, außer gute Farben, um Kunst zu schaffen. Das macht es alles einfacher. Man hat nicht mehr so viel Ballast bei sich. Man ist flexibler, man ist schneller mal umgezogen. Man muss sich um weniger kümmern. Was alles braucht man, um glücklich zu sein? Alles, was Ria besitzt, hat sie bei sich. Seit 2,5 Jahren lebt und arbeitet sie in einem umgebauten Feuerwehrfahrzeug. Vorher hat es mich gestört, so ortsabhängig zu sein. Also immer am gleichen Ort, immer in der gleichen Stadt zu sein, die Urlaubsplanung im Voraus zu planen und nicht so flexibel zu sein. Nach 6 Jahren Berufsalltag will Ria Neues lernen, der Kreativität mehr Raum geben. Die Tage sind irgendwie so verflogen, man hat aufs Wochenende hingefiebert. Das ging dann auch ruckzuck vorbei und so sind dann irgendwie die Wochen, Monate und Jahre ins Land gezogen. Ja, und irgendwie immer von A nach B gehüpft, um zu studieren, um die Leistungen zu erbringen und dann aber auch noch Geld zu verdienen. Ihre Wohnung gibt sie auf. Im Sommer bleibt sie in Hamburg, im Winter tourt sie durch den Süden Europas. Das Ablegen des Unwesentlichen schafft Platz für das, was wirklich wichtig ist. Lieber habe ich wenige gute Freunde als ganz viele, auf die gar kein Verlass ist. Lieber habe ich einen Topf, auf den Verlass ist, anstatt ganz viele Kochtöpfe, die nichts bringen. Ja, und so übertrage ich das auf ganz viele Bereiche und überlege, was brauche ich? Und versuche, diese Schnellschüsse oder diese Befriedigung nach Konsum zu vermeiden. Reduktion als Schritt aus der eigenen Komfortzone. Jede ihrer Reisen beginnt ohne konkretes Ziel. Manchmal droht ein vorzeitiges Ende, ist ihre Belastbarkeit auf die Probe gestellt. Also ich habe auf jeden Fall gelernt, dass man Herausforderungen anpacken kann, dass man, wenn man vor Herausforderungen steht oder Problemen, dass es da eigentlich immer eine Lösung für gibt. Und auch immer einen Weg, wie auch immer der sein mag, dass wenn man das dann gelöst hat, einen eigentlich nur stärker macht. Rias Bilder entstehen auf Reisen. Alle Eindrücke fließen direkt ein. Es ist natürlich schon auch immer Druck dahinter. Also nicht nur beim Malen an sich, da muss jetzt was irgendwie Gutes rauskommen dabei, sondern auch, es muss ja auch irgendjemandem gefallen und es muss auch verkauft werden. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, weil einfach Kunst auch ein Luxus geworden ist oder schon immer war. Und sich das auch einfach nicht immer jeder leisten kann oder möchte.
Deshalb muss ich da auch viel Energie reinstecken, dass die Leute auf mich aufmerksam werden und dass ich auch mal einen Platz finde, wo meine Bilder hängen dürfen oder können und gesehen werden. Wie sehr ihr Vanlife, ihr Verzicht auf ein geregeltes, getaktetes Leben ihre Bilder verändert hat, dazu später mehr. Minimalismus ist nicht nur ein Thema in der Art zu leben. In Berlin treffen wir einen Mann, der die Reduktion in seiner Kunst bis ins Extreme getrieben hat. Mehr, also weniger, geht kaum. Bei ihm gibt es nur noch die Linie. Reduktion ist für mich kein Verzicht. Die Beschränkung auf das Zeichnen nur einer Linie, diese Beschränkung macht mich eher so sehr frei, kann man alles machen. Weil es gibt so viele Ware, so viele Möglichkeiten. Taiyo Mori. Der japanische Künstler hatte in seiner Heimat Design und dann an der Burg Giebichenstein in Halle Malerei und Grafik studiert. Seine künstlerische Vielfalt findet er allerdings seit über 10 Jahren in der Konzentration auf nur eine einzige zeichnerische Geste. Die Linie. Dünn, schwarz, gerade, Tag für Tag. Meine Gefühle oder meine Gedanken sind nicht entscheidend von meiner Bilder. Ich interessiere mich nicht, was da dargestellt ist, sondern für mich ist das mehr das Zeichnen Interesse habe, dieser Prozess. Wie das eigentlich Zeichnen entsteht und was ist eigentlich Zeichnen? Ich zeichne nicht, um Linie zu schaffen, sondern diese Linie ist, um zu zeichnen. Das war mit Freihand gezeichnet. Erste Linie, zweite Linie, dritte Linie, nächste Linie und immer so weiter. Wie viel Tinte kommt da raus und wie Papier war und welche Spitze wo trifft und sozusagen ganze diese Zusammenspiel muss ich ja so darauf achten. Nicht nur einfach so ziehen und Linie und Bilder fertig, sondern das achte ich sozusagen immer, was passiert da vor der Auge. Und wenn er das verliert, dann ist, ich mache ein bisschen Absicht durch sozusagen stoppen. Wenn man solche Momente kommt, dass da so nicht das ganz gleichmäßig ist, ich wahrscheinlich nicht genug konzentriert war oder irgendwie, dann mache ich noch einmal neu. Ich erinnere mich daran, dass ich für diese Arbeit so viel Zeit gebraucht habe. 4 Tage komplett durch und dadurch habe ich eher so diese Beziehung Zeit und Zeichnung so bewusst wahrgenommen. Titel ist ohne Titel, immer ohne Titel, Nummer auch nicht. Und wenn ein Titel steht, wenn ich irgendwie, ja okay, Nebel oder warum, sieht man nur das. Und dann, was ich eigentlich gemacht habe, wie ich gemacht habe, ist da so verschwindet. Darum geht nicht, dass ich Spaß haben kann oder Langeweile oder sowas, sondern weil ich entschieden habe, ich ziehe mal durch. Es geht um das Beziehung zwischen Zeit und Zeichnung. Mit der Zeit entsteht auch die Zeichnung. Diese Arbeit heißt 11 Minuten 7 Sekunden. Dieser Titel ist ja genannt, dass das sozusagen dieser wie lange gedauert habe, die Linie zu ziehen. Linke Hand habe ich sozusagen so eine Stoppuhr und der Moment, dass ich auf dem Stiftspitze auf dem Papier trifft, dann drücke ich gleichzeitig diese Stoppuhr und dann langsam wie möglich ziehe ich Linie. Sobald meine Spitze von dem Papier verlasse, dann habe ich ja sozusagen Stoppuhr gestoppt.
Eigentlich, wenn ich sozusagen 11 Minuten 7 Sekunden denke, ist es nicht so lange, aber das war so lange gedauert. Und bei der Arbeit, ich muss ja die ganze Zeit konzentrieren. Ich muss ja die ganze Zeit da sein, damit nicht das irgendwo kippt. Ich muss ja auch gleichzeitig reagieren. Wenn er zu stark drückt, dann geht er auch spitz kaputt. Und hier sind ja so viele verschiedene Stifte. Die Linie mag auf den ersten Blick einfach sein. Und doch liegt vor und unter ihr ein ganzes Universum an Möglichkeiten. Der Erforschung von Raum, Licht und Zeit, von Materialien, die aufeinandertreffen und irgendwie auch einer auf das Leben übertragbaren Erkenntnis. Man kann und man muss Entscheidungen treffen. Zum Beispiel, das ist Bamboo und sehr, sehr dünner Papier. Und beurteile ich nicht, dieses Papier ist besser als dieses Papier, sondern mehr für mich ist, ja, ich habe so viele Möglichkeiten, dass da sozusagen, das kann ich auch machen, das kann ich auch machen. Wenn ich diese Stifte mit diesem Papier arbeite, dann kommt anderes als andere Papier gearbeitet habe. Es ist nur Mine und wenn, diese Tinte ist weg alles. Und damit das dann nur Prägung arbeite ich. Das sieht man sehr schwer. Sehen Sie das? Die Linie, vielleicht eine Spur, simpel und wegweisend mit einer klaren Richtung. Aber bedeutet das immer Erleichterung? Die einfache Art, unterwegs zu sein, zu leben, hat auch ihre Kunst, ihren Blick auf die Welt verändert. Wir sind wieder bei der Malerin Lisa Maria Meyer, Ria, in Griechenland. Irgendwie hat sich in den Jahren so immer mehr herauskristallisiert, dass der Horizont bei mir irgendwie immer auftaucht und zu sehen ist. Und es liegt wahrscheinlich auch wirklich daran, dass ich immer an so Landschaften lande, wo ich ganz viel Weite habe und der Horizont immer da ist. Meine Bilder sollen auch eine Geschichte erzählen. Also die Bilder entstehen ja immer an unterschiedlichen Orten. Und diese Reise, die ich mit den Bildern mache, die soll erzählt werden. Und wenn meine Kunst betrachtet wird, dann ist es schön, wenn die Menschen sehen, ah, okay, das ist auf der Reise entstanden oder an dem Ort. Und wenn das zum Beispiel in einem Wohnzimmer hängt von irgendjemandem, dann soll es auch so ein Stück von Freiheit und Reise mit in die Wohnung nehmen oder bringen. Wenn ich male, dann beschäftige ich mich in der Zeit mit meinen Gefühlen und dann kommen die eben auch an die Oberfläche oder dann eben im übertragenen Sinne auf die Leinwand. Und nach so einer Malsession bin ich auch komplett leer. Also ich bin wie als hätte ich meditiert, so eine Yogastunde hinter mir. Da bin ich echt, mein Kopf ist leer, ich habe mich von den Gedanken und Gefühlen so treiben lassen und dann ist gut. Eine große Leere. Nicht als Bedrohung, sondern als Freiheit für den Kopf und den Körper. Ungefähr so hat das ein spanischer Journalist und Schriftsteller erlebt, als er sich zum Schafehüten freiwillig für ein halbes Jahr in eine extreme Einsamkeit begeben hat. Er hat gefroren, wenig gegessen, Schafe bewacht und darüber geschrieben, welchen Gewinn ihm dieses reduzierte Leben beschert hat. Verzicht bedeutet für mich, wirklich zu wachsen.
Man spricht immer viel über Wachstum, aber was das bedeutet, habe ich erst hier gelernt. Man muss erst einige Dinge aufgeben, um innerlich wachsen zu können. Als ich in Extremadura eintraf, um Hirtenlehrling zu werden, sanken die Temperaturen nachts unter 0 Grad. Meine Aufgabe bestand darin, eine Herde von über 400 Schafen auf dem Gut eines Freundes, eines entfernten Verwandten zu hüten, der sie mir zur Verfügung stellte, nachdem er gehört hatte, ich wolle versuchen, eine Zeit lang so zu leben, wie meine Mutter es als Kind getan hatte. Der Schriftsteller Gabi Martinez hat viel von der Welt gesehen. Jahrelang hat er die Kontinente bereist und über seine Reisen geschrieben. Doch so viel er auch sah, erlebte und schrieb, so sehr litt er unter den Nebenwirkungen. Stress, Ungeduld, Magenschmerzen. Eines Tages entschied er sich deshalb für den Rückzug. Das ist das Zuhause, in dem ich gelebt habe. Hier war ich die meiste Zeit. Hier stand ein Tisch. Hier habe ich Feuer gemacht. Und hier war das Feuerholz. Hier habe ich geschlafen. Hier gab es ein großes Regal, in dem ich mein Essen aufbewahrt habe. Hier oben hing ein Regenmantel, den ich angezogen habe, wenn es kalt war. Es gab eine alte Matratze, die habe ich aus dem Zimmer drüben geholt und sie hier hingelegt. Ich habe den Schlafsack ausgerollt und dann hier geschlafen. In den ersten Tagen bin ich viel gelaufen und hatte anfangs dadurch viele Krämpfe, Wadenkrämpfe. Nachts im Schlafsack war es ziemlich eng. Da lag ich dann hier wie so ein Wurm, der sich durch den Raum windet. Aber das Gute war, dass mir dadurch wieder warm geworden ist. Stille gibt es nicht. Die Farbe schwarz dagegen schon. An solche Dinge denkt man bei 3 Grad unter Null, während man bis über die Ohren zugedeckt in einer Schäferhütte liegt. Die Glut knistert im Kamin. Ein Fenster ist angelehnt, um die Ansammlung von Kohlendioxid zu vermeiden, wie meine Mutter und andere Schäfer mir empfohlen haben. Die Stille ist voller Geräusche, sogar inmitten dieser Dehesa, 6 Kilometer vom nächsten Dorf entfernt. Gabi Martinez Buch ist eine Meditation über das einfache Leben als Hirte. Doch er romantisiert nicht, das ist die Stärke seines Buches. Er beschreibt vor allem seine Beobachtungen aus der unmittelbaren Umgebung. Die Steineichen vor der Hütte, die Schafherde auf der Weide, die Geier und Störche am Horizont. Durch den langsamen Rhythmus, allein in der Natur, beginnt er die Lebendigkeit jedes einzelnen Lebewesens wahrzunehmen. Sei es ein Käfer auf dem Fenstersims oder ein Kaninchen am Bach. Erst durch diese Langsamkeit kommt er ihrer Welt nahe und lernt sie zu lesen. Das ist der Wandel, von dem er uns erzählen will. Erst als Zeit vergangen war, konnte ich mich hinsetzen und schreiben und meine Umgebung einordnen. Das ist mir so nie zuvor passiert, weil es mir immer viel Spaß gemacht hat, mich hinzusetzen, klare Ideen zu haben und loszuschreiben. Aber diese Erfahrung hier war anders, weil ich erst alles, was um mich herum vor sich ging, genau verstehen musste, bevor ich darüber schreiben konnte. Es war, wie man so sagt, wenn du etwas nicht mehr hast, weißt du erst, welchen Wert es hat. Wenn du dich isolierst, verstehst du den Wert anderer Menschen und das bringt dich ihnen näher. Ist dieser Ruf, dieses Rrrr, deine Erfindung? Jeder Hirte hat seine eigene Art, die Schafe zu rufen. Einige rufen sie so wie ich und andere mit Pfiffen. Miguel war hier mein großartiger Lehrer.
Ich habe ganze Tage mit ihm verbracht und er hat mir alles beigebracht. Zum Beispiel eine Golddistel zu erkennen und zu wissen, warum schwarze Schafe einen besonderen Wert haben. Man sagt ja immer, dass die weißen Schafe die guten sind und die schwarzen die schlechten. Aber Miguel hat mir beigebracht, dass ein schwarzes Schaf die Welt verändern und verbessern kann. Er hat mich überall hin mitgenommen. Es wird emotional, wenn ich spreche. Ich kenne das ganze Gebiet durch ihn. Er hat mir beigebracht, mit Rindern zu arbeiten. Wir haben seinen Kindern geholfen, Schafe einzufangen. Ich weiß nicht mehr, was noch alles. Es ist toll, was Gabi getan hat, weil es unsere ländliche Welt ein bisschen bekannter gemacht hat. Das einfache Leben. Einfaches Leben bedeutet vor allem, Zeit zur Verfügung zu haben, über Stunden zu verfügen, um mehr oder weniger das Wesentliche zu tun, das Leben zu genießen. Es ist eine Art zu leben, die dich sehr direkt mit dem verbindet, was das Wichtigste für dich und die anderen Lebewesen ist. Und es hat vor allem damit zu tun, nicht beschleunigt zu leben. Gabi Martinez hat sich in eine vorhandene Einsamkeit zurückgezogen. Aber wie findet man ein reduziertes Leben inmitten der Zivilisation? Inmitten von Lärm, Zeitdruck, Status? Und warum? Wie geht das und was gewinnt man auf so einer Insel minimalistischen Lebens? Zwei Musiker der Berliner Band Hope, ein Paar seit vielen Jahren, leben hier den Verzicht mit wachsender Begeisterung. Ich merke, dass Reduktion und Sachen weglassen vor allem super wichtig ist für eigentlich alles, was ich mache. Weil es letztendlich immer dazu führt, dass ich überlegen muss, was ist mir eigentlich wichtig? Und wenn ich was weglasse, was bleibt übrig? Und das ist dann auf eine Art nicht so verstellt. Ja, es ist ein riesiges Thema. Und es hängt damit zusammen, dass ich so ein ganz großes Bedürfnis nach Klarheit und Platz habe. Ja, und komme immer wieder darauf, dass das damit zusammenhängt, Dinge wegzulassen. All of my shame is one word. All of my shame. Das war zuerst was, was uns künstlerisch angezogen hat. Einfach musikalisch Sachen wegzulassen. Boah, das ist total spannend, wenn das nicht so voll ist, weil auf einmal kann ich der Christine zuhören beim Singen, weil da sind nicht so viele Instrumente. Das ist erstmal total banal. Aber dann letztendlich auch zu merken, wow, das ist ja nicht nur was, was in der Musik lebt, sondern das ist was, was scheinbar auch in mir und in uns lebt. I have spoken. Die vier Musiker haben zusammen Jazz studiert, vor 15 Jahren ihre Band gegründet. Ihre Musik war voller, lauter, aufgeregter. Stück für Stück haben sie ihre Songs reduziert, beinahe entkleidet, hin zu einer nackten, klaren Stimme, einem minimalistischen Sound. Also ich habe mich mit der zweiten Platte total oft gefragt, ob wir da noch gehört werden in der Form. Ne? Einfach, weil ich tatsächlich richtig gemerkt habe, dass mit was sich zu präsentieren oder quasi an der Öffentlichkeit zu treten, was stiller ist, gibt es sofort eine Angst. Wow, aber was ist, wenn ich da platt gemacht werde oder wenn ich überhört werde? Aber die Erfahrung ist, dass es total funktioniert. Im letzten Sommer haben ihnen Zehntausende zugehört. Hope war Support der Osteuropa-Tournee von Depeche Mode. Sie wurden ausgewählt, gerade wegen ihrer reduzierten Musik, nachdem sie sich einer ziemlich verrückten Eingebung folgend beworben hatten, um mit den Weltstars auf Tour zu gehen. Wir sind hier Fahrrad gefahren in Berlin und an einem Poster vorbeigefahren für ein Konzert von Depeche Mode in der Olympiastadion, glaube ich. Und ich hatte in dem Moment einfach nur den Gedanken, das wäre total super, da will ich uns bewerben. So, und dann habe ich das am selben Tag auch
gemacht, herausgefunden, wem muss ich da schreiben. Und das auch gemacht und letztendlich uns einfach ganz lapidarisch beworben. Und, also was heißt beworben? Ich habe eine E-Mail geschrieben und gesagt, wir würden das gerne machen. Und dann haben wir ein paar Monate später diese Konzerte angeboten bekommen. Und die Konzerte sind irre, natürlich. Also ich tue mich schwer, das zu beschreiben, ehrlich gesagt. Also weil die Erfahrung ist irgendwie, ist auch gleichzeitig extrem nüchtern und extrem bombastisch oder monumental, einfach in seinen Dimensionen. Von der Reduktion in ihrer Musik angetrieben, haben sie auch ihr Leben in der Großstadt Berlin vereinfacht. Auf das für sie Wesentliche reduziert. Dazu gehört, jeden Tag zu laufen, über das Tempelhofer Feld. Sie haben begonnen, sich nicht mehr mit dem Mehr-Haben-Wollen zu beschäftigen, sondern mit dem, was sie tatsächlich haben und was da ist. Am Anfang habe ich immer pro Spaziergang 5 mitgenommen. Und aus denen sind diese kleinen mit den 5 Objekten entstanden. Und dann habe ich gemerkt, da liegt ja alles Mögliche, da liegt das ganze Leben. Aus weggeworfenem, verlorenem, unnützem macht Philipp, der auch als bildender Künstler arbeitet, eine Erzählung über die Gegend, in der sie sich zu Hause fühlen. Fundstück klebt neben Fundstück und erzählt eine Geschichte. Es sind die vorhandenen Dinge, die sie reich machen. Also ich erlebe es wie eine andere Ruhe, dass ich mit eben diese stille Schönheit, also dass ich viel mehr mit dem, was da ist und was ich habe, ein Glück empfinden kann, anstelle was zu wollen. Und das ist wirklich anders. Also da waren die Verhaltensweisen früher auch anders. Ich habe ganz viele Dinge gekauft oder ich habe mir ganz oft gewünscht, wäre es doch anders. Da könnte ich doch nur. Für mich ist das total das Thema, im Leben Sachen wegzulassen. Nicht zu viel gleichzeitig zu machen. I want soberness. I want my truth. It is easy. It's easy. Ich erlebe oft Menschen, die dann auch sagen, das wünsche ich mir auch voll. Oder das Bedürfnis ist, glaube ich, in vielen Menschen auch da, eine Form von einfacherer Existenz zu haben. Wenn man mit Leuten spricht, merkt man, wow, die sind auf eine Art auch oft überfordert von vielen Sachen, die gleichzeitig passieren müssen. Hast du Salz und Pfeffer schon dran? Ein bisschen. Aber, wie ihr seht, es ist nämlich auch für uns total schwierig, zwei Sachen auf einmal zu machen. Und wenn der Philipp redet, dann hört er auf zu kochen. Ja. Und andersrum. Koche ich und kann ich reden. Zeit, die Landschaft zu genießen. Zeit haben, den perfekten Platz zu finden. Diese Freiheit gewinnt Ria. Bei allem Verzicht. Ja, vor allem wenn es jetzt dann so kalt wird, dann kann man sich noch mal ein bisschen Wärme schaffen. Und das ist auch noch mal so eine Art Runterkommen, vom Feuer sitzen, den Tag reflektieren. Was habe ich alles geschafft? Was ist gut gelaufen? Was ist schlecht gelaufen? Und ja. Einfach noch mal ein bisschen Licht und Wärme für den Abend. Und es ist so einfach und doch so schön. Wo steht man? Wo will man hin? Aber solange es sich gut anfühlt, versuche ich es weiterhin so zu verfolgen. Aber klar, also ich werde vielleicht nicht unbedingt mit 90 noch in der Feuerwehr rumcruisen. Wobei, wer weiß. Aber ja, es wird sicher noch mal eine Zeit geben, wo ich vielleicht eine Wohnung habe und Familie gründe. Aber alles zu seiner Zeit.